Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei einem neuen Let's Play, und zwar Spiel Kenshi, würden wir euch gerne anschauen. Ein RPG-Singleplayer-Game, in dem wir machen können, was wir wollen. Wir können Sklaventreiber, Menschenhändler, wir können Kopfgeldjäger, Dieb werden, Händler, wir können einen Laden eröffnen, also viele verschiedene Möglichkeiten, was wir alles machen und versuchen können. Ein irrsinnig interessantes Spiel, das scheinbar schon ein paar Jahre auf dem Markt ist, aber jetzt erst auf meinem Radar aufgetaucht ist. Wir spielen das Ganze mit zwei Mods. Die Fancy Training Doll ist einfach, es gibt halt Trainingspuppen, mit denen man seine Angriffsstärke trainieren kann. Mit dieser kann man auch die Verteidigung trainieren. Und die Reactive World heißt einfach, es gibt verschiedene Fraktionen, ich glaube 30, 40 verschiedene. Und das reagiert dann einfach intelligent. Wenn wir eine zurücktreiben oder bekämpfen oder sogar auslöschen, dann nimmt eine andere Fraktion quasi deren Platz ein. Also recht interessant. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir beginnen können. Niemand, der hat mir zum Beispiel eine Gruppe aus 5 Leuten, deren Namen keiner kennt. Freiheitssuchende sind ebenfalls 5 Leute. Hier haben wir einen Typ mit einem Hund. Tiefpunkt, im absoluten Tiefpunkt erreicht, eben keine Kleidung, kein Geld, einen verletzten Arm und keine Waffen, und du beginnst mitten im Nirgendwo mit Hunger. Also das ist schon ganz hart eigentlich. Hauptmann im Ruhestand, nach deinem Rücktritt aus dem Militärdienst endest du hungrig. Da hätten wir halt quasi, weil wir haben ein Skillsystem, und zwar das Skillsystem, man fängt eigentlich bei 0 an, und je nachdem, was man macht, bekommt man Level. Also wenn du viel kämpfst mit einem Katana, dann bekommst du im Nahkampf und bei Katana Punkte. Das heißt, wenn du viel schleichst, bekommst du Schleichpunkte und fängst normalerweise bei 0 an. Und der hat halt quasi schon Angriffspunkte. Wir versuchen aber bei 0 zu beginnen. Heiliges Schwert, also hier sind wir ebenfalls heruntergekommen mit einem Schwert bereits, einem guten. Da wären wir ein Händler und da wären wir ein Wanderer. Und ich bin am Überlegen, entweder der Typ mit Hund, das wäre ganz interessant, oder am Tiefpunkt, einen verletzten Arm und keine Waffe. Der hat, glaube ich, gar nichts, der hat nicht einmal ein bisschen Geld. Das wäre an sich auch noch recht interessant. Das ist sicherlich ziemlich hart. Schwierigkeitsgrad very hard. Normal. Ich glaube, da wäre aber nur der Anfang recht hart. Oder wir probieren den Wanderer. Der Wanderer ist, dies ist die vorgesehene Spielweise. Ein einsamer Wanderer besitzt nur einige Münzen, ein paar Hosen und ein rostiges Schwert. Probieren wir mal das. Also die Chance, dass wir, da unten steht gerade das Tipp, die Chance, dass wir etwas stehlen, ist quasi, wie weit ist der Shopkeeper entfernt und wie gut sind unsere Diebeskills. Ich habe jetzt mehrere Male bereits versucht, das Let's Play zu beginnen, denn, und ich bin jedes Mal gescheitert, weil gerade der Anfang ist so das härteste von allem. Allein einmal die erste Folge zu drehen, ohne zu sterben. Wenn man die ersten paar Sachen mal geschafft hat, dann geht's eigentlich. Ich muss sagen, sie schaut eigentlich ziemlich cool so aus, aber da wir Jack heißen, muss es ein Mann sein. Vielleicht noch ganz gern andere Haare. Sieht schon eigentlich ganz cool aus. Eine andere Haarfarbe. Irgendwie so finde ich das ganz lässig. Und ein bisschen vielleicht mehr wie ich ausschauen. Also ich bin ein bisschen größer. Und auch ein bisschen dicker leider. Aber ich habe auch viel Kraft. Das heißt, ein bisschen so muskulös und dick zugleich. Oh, ein dickes Wanst. Ein Wanst hier. So schon eher. Breitere Hüfte habe ich auch. Dicke Beine. Und die Beinform. Das schaut dann schon ein bisschen eher aus wie ich. Ja, doch. Machen wir vielleicht ein bisschen weniger Bauch. Und ein bisschen, der Kopf ist so klein, fällt mir gerade auf. Kopf im Vergleich zum Körper. Jetzt passt das eher. Schaut ein bisschen älter aus schon, ja. So, wir heißen Jack, wir sind Mensch, es gibt verschiedene Rassen dann auch noch, die wir im Spiel noch kennenlernen. Wir sind Brandländer, die haben mich einen Vorteil auf Schleichen und Athletik, weil ich würde gerne in Richtung Dieb gehen. Und wir beginnen, das ist eine ziemlich riesige Map, ich glaube dieser Teil ist noch gar nicht freigeschalten. Aber wir beginnen hier Zentrum und Squin haben wir hier. Und ja, das ist mal das, wo wir hier beginnen. So, wir haben hier einige Sachen, die wir vielleicht klauen könnten.
Aber die können wir uns auch einfach nehmen. Da geht es gar nicht um Klauen. Schauen wir mal, ob die was bringen. Sondern die liegen halt einfach nur rum. Wenn sie zum Klauen werden, dann werden sie rot. Und ich glaube, so sind sie nicht einmal zum Stehlen, sondern einfach, es gehört niemandem quasi. Dann nehmen wir uns da einfach ein paar Sachen. Wahrscheinlich sind die gar nichts wert, oder? Die sind 3 Gold wert. Okay, das brauchen wir alles nicht. Das ist nichts wert, einfach. Gar nichts. Also wir haben hier eine Eisenkeule und ein paar Lumpenhosen. Können wir mal da hinten ist noch ein Wachturm. Nämlich auch kein Essen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Reden wir mal mit dem. Was ist das für einer? Mit dem können wir reden. Den habe ich noch, glaub, noch nie entdeckt, dass wir hier jemanden haben. Diebesboss, du willst also den Shinobi beitreten. Die Wachen wollen hart durchgreifen, aber sie machen keinem was vor. Sie sind nichts. Nichts, das ein paar Cats nicht loswerden könnte. Ich will den Shinobi Dieben beitreten. Du kannst beitreten gegen eine Tür. Das ist gegen eine Gebühr. Das ist alles. Ich muss keine Prüfung bestehen und nicht beweisen oder so. Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit, um irgendwelche sinnlosen Beschäftigungen zu verteilen? Nein, wir führen hier ein Geschäft, keinen Geselligkeitsverein. Wir verlangen nur einen einmaligen Mitgliedsbeitrag von 10.000 Cats. 10.000 scheint mir etwas viel zu sein. Du musst bezahlen, wenn du unsere Einrichtungen benutzen willst. Wenn du es dir nicht leisten kannst, bist du offensichtlich kein besonders guter Dieb. Was bekomme ich für das ganze Geld? Du bekommst Verbündete. Wir haben Verstecke wie dieses in vielen großen Städten. Wir passen aufeinander auf. Shinobi-Diebe halten zusammen. Das ist ein Rückzugsort, an dem du dich ausruhen und erholen kannst. Wir haben professionelle Trainingsausrüstung und du kannst deine gestohlenen Gegenstände an unsere Hehler verkaufen und von ihm auch seltene professionelle Ausrüstung deutlich günstiger kaufen. Okay, also das finde ich eigentlich schon mal sehr interessant. Das heißt, unsere erste Aufgabe ist es eigentlich, dass wir 10.000 Cats, wir haben jetzt 100, dass wir 10.000 Cats bekommen. Und das werden wir gleich mal versuchen hier. Also wir schauen nochmal hier. Okay, hier stehen welche. Das heißt, hier können wir schon mal nichts klauen. Hier sind auch einige Leute. Also hier werden wir mal nicht versuchen, etwas zu klauen. Was wir machen können, ist unsere Schleichskill ein bisschen zu verbessern. Also wenn wir in der Nähe von Leuten schleichen und hier in der Stadt laufen wir Leute rum, dann verbessern sich unsere Schleichskills, die wir dann brauchen, um Sachen zu stehlen. Wir haben hier unsere Stats übrigens. Schleichen muss ich jetzt schon 48%, Athletik 46%. Gibt dann verschiedenste Möglichkeiten, wie wir am Anfang Geld machen können. Zum Beispiel haben wir hier draußen irgendwo, hier hätten wir eine kleine Kupfermine. Da könnten wir quasi für, wir könnten das erste Mal jetzt ein bisschen Kupfer abernten. Das hebt auch unseren Skill harte Arbeit. Mit dem, oder sollte es zumindest arbeiten, ja, 42%. Und damit können wir dann schneller abernten. Das wäre so das Erste, was wir machen können. Ein Kupferblock bringt uns, glaube ich, 300 Cats. Hungrige Banditen. Die sind uns, glaube ich, noch sind sie uns gut ge sind. Liegt vielleicht daran, dass wir nichts zum Essen haben. Ich glaube, die greifen nur an, wenn man nichts zum, wenn man was zum Essen hat. Ich meine, wir könnten versuchen, sie irgendwo in einen Hinterhalt zu locken. Also wenn wir versuchen, sie in einen Hinterhalt zu locken, dann können wir sie ausrauben. Das wäre ein Versuch wert. Also wir haben da hinten noch eine Hütte. Wir könnten versuchen, sie dorthin zu locken. Grundlos angreifen. Noch sind die ja nicht sehr schnell. Wenn ich jetzt alle angreife. Okay, wir können sie alle. Wir locken sie jetzt da drüber.
Weil wir können noch nicht kämpfen, weil wir fangen eben nicht das Oberpowered an. Ich kann das mal zeigen. Und ich auf uns schaue. Unser Angriff liegt bei 1 momentan. Und die sind schon das Schwächste, was es gibt. Und die haben irgendwie Angriff 4 und Verteidigung 10. Also, und die sind schon das Schwächste, was es irgendwie so im Moment gibt. Und selbst die hätten wir keine Chance zu besiegen. Deswegen können wir eins machen nur. Wir locken sie quasi in einen Hinterhalt. Ja, da haben wir nämlich eine Bar. So eine Hehler-Bar hier. Da können wir immer gestohlenes Zeug verkaufen. Und wenn wir da reinlaufen, werden die Wachen sie angreifen. So, jetzt greifen genau die Waffen. Die Wachen greifen sie jetzt an. Weil die sind natürlich etwas stärker. 52 Angriff, eine Ninja-Wache. Also die wird wahrscheinlich nicht einmal verletzt bei solchen schwachen Banditen. Die erledigen sie jetzt ohne irgendetwas und tragen sie dann alle raus. Und das wiederum ist für uns sehr gut, weil wir sie ausrauben können. Das, was sie bei sich haben, ist zwar alles nicht wirklich was wert. Aber, ganz interessant, ein bisschen verpackt das Ganze. Aber immerhin ein bisschen Geld sollte uns das Ganze bringen. Nicht viel, aber was soll's, auch ein bisschen was bringt uns ja schon etwas. So, ich will handeln. Wir verkaufen, was wir hier haben. Oh, nein, die nicht. Die sind wichtig. So, dann schauen wir mal, sind alle ziemlich schwach. Also, okay, so. Hungriger Bandit. Okay, das hat uns, naja, 365 gebracht. Schauen wir, ob wir noch ein bisschen was nehmen können. Wie gesagt, nicht viel, was sie haben. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Solange wir noch nichts anderes können, müssen wir so Geld machen. Immerhin die ersten paar hundert. So. Jetzt können wir auch ein bisschen hin und her schleichen noch. Ich würde ganz gerne, ist die Frage, was die erste Stadt hier in der Nähe ist. Squin eigentlich. Wir können versuchen, ob wir Squin ausrauben können. Wir müssen mal hinlaufen, was gar nicht schlecht ist, damit unsere Athletik auch ein bisschen steigt. Wir haben erst 5 Punkte. Athletik ist ganz gut. Ah, hier, Moment mal, hier kämpft irgendwas und irgendwer. Wahrscheinlich auch wieder gegen die hungrigen Geächteten der Heiligen Nation. Okay, aber wenn wir die Sachen jetzt klauen. Okay, die bringen alle schon wieder nichts. Hungriger Bandit. Den können wir jetzt eindreschen, das bringt uns ein bisschen was an Angriffs-Nahkampferfahrung. Jeder Schlag scheint 9%. Oh, das sind. Aufpassen. Das sind. Die haben scheinbar die anderen besiegt. Ich bin mir nicht sicher, dass wir die besiegen. Weil die haben halt doch Angriff 3. Auch wenn das nach nichts klingt, ist es mehr als was ich habe. Dementsprechend locken wir sie weg. Ich würde gerne einen, der schon am Boden liegt. Das ist der einzige, den wir besiegen. Einen Krüppel, der am Boden liegt. Den will ich gerne bekämpfen. Alles andere besiege ich nicht. Den könnten wir versuchen. Obwohl, ich will eigentlich noch gar nicht kämpfen.
Weil einfach selbst der hat noch einen Angriff 3 und Verteidigung 6. Selbst das ist für uns noch zu viel. Und wir können versuchen, ihn von hinten zu erschlagen. Mit einem K.O.-Angriff. So, verhungerten Banditen. Gleich mal getroffen. Okay, ich habe scheinbar noch keine Chance. Camping in hier. Oder wir laufen hier rundherum. Und greifen von dieser Seite an. Ah, wir kriegen halt auch. Genau, der am Boden liegt. Oh. Man, der ist fast K.O. Dem traue ich mir fast zu. Müssten irgendwie einen Treffer müssten wir erlangen. Okay, wir kriegen da noch einiges drauf. Da wir halt noch gar keine Erfahrung beim Kämpfen haben. Der war gut. Noch so ein Schlag. Okay. Konnten uns verteidigen. Wir müssen noch einen Treffer machen. Komm schon, noch einen Treffer. Ah, noch einer. Er ist schon verwundet. Ja, komm. Das ist gut. Oh, verteidig dich. Ein Schlag auf die Brust, oder? Okay, jetzt wird es mir doch zu gefährlich. Wir laufen weg. Wir verbinden uns erstmal. Meine, er ist ziemlich K.O. Ich würde den echt gern besiegen. Es bringt halt wirklich gut Punkte. Aber unser Bauch ist bereits gefährlich verletzt. Auch das rechte Bein. Aber auch sein Bauch. Ah, er ist ziemlich K.O. Wir müssten noch einen Treffer uns richtig. Einfach so einen Bauchtreffer oder so. Ja, und den auch gleich. Okay, das sollte uns ein bisschen was gebracht haben. Bei Stumpf fast auf Level 3, Nahkampfverteidigung Level 2,5, da fast auf Level 3 Nahkampf. Das hat schon ein bisschen was gebracht jetzt. Ich meine, als erstes, wir müssen mal Shift-Links-Klick auf Arzt. Dadurch automatisch das erste, was er macht, ist sich selber verbinden. Das ist schon mal sehr wichtig. Schauen wir mal, ob der eine noch rumkriecht hier. Okay, also wir sind aber ziemlich verletzt irgendwie dadurch. Bringt alles jetzt nicht wirklich Geld, aber am ehesten das Schwert. Schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen was abstauben können. Zumindest ein bisschen was, was an Geld wert ist. Denn wir brauchen auch bald Essen. Wir sollten schlafen gehen, um uns auszuruhen auch. So, hier mal zum Beispiel einfach ein Bett. In dem können wir uns ausruhen. Beim Schlafen regenerieren wir uns ein bisschen schneller. Das geht insgesamt aber ziemlich langsam. Angriff 10, also das hat schon einiges gebracht jetzt. Erstmal Zähigkeit 3 haben wir hier bekommen. Stumpfen Waffen. Also ich würde auch gerne einen Katana haben.
Oder ein Stab. Malus und Gebäuden, Angriffsbonus plus 8. Ich glaube, wir werden das mit dem Stab versuchen. Stabwaffe ist sicherlich auch interessant, so à la Shaolin irgendwie. So, Essen sollten wir uns auch bald auf den Weg machen, was zu suchen. Auf jeden Fall ein gar nicht mal so schlechter Start. Also man ist ziemlich schnell und ziemlich leicht verwundet, gerade am Anfang. Also Angriff 10 gefällt mir. Also das plus 8 von der Waffe. Das ist natürlich schon ein Vorteil dann. Wir sind von Angriff 1 auf Angriff 10 jetzt erhöht. Verteidigung, naja, jetzt Verteidigung ist auf 2. Das ist die Frage, wenn wir auf Blocken gehen. Damit wechselt der ausgewählte Charakter in den defensiven Kampfmodus. In diesem Modus konzentriert sich der Charakter darauf zu überleben und seine Nahkampfverteidigungsfähigkeit erhöht sich um 20. Er wird jedoch nicht versuchen anzugreifen. Okay, naja, das wollen wir nicht, also er muss schon angreifen können auch. So, es ist jetzt Nacht. Ich würde gerne jetzt in der Nacht einmal in die Bar schauen, weil jetzt kann man versuchen, ein bisschen was zu stehlen hier. Schauen wir mal in den ersten Stock. Es scheint keiner. Ah, doch, da ist jemand hier oben. Sonst scheint hier aber niemand zu stehen. Da sind wir nicht skilled genug dafür. Kleine Kaiserstatue. Kann er nicht aufheben. Nicht skilled genug. Ah, das. Die Kisten können wir versuchen zu öffnen. Erstmal unsere Schlossknackerfähigkeit. Scheinbar geht er runter, das ist gut für uns. Das ist sehr gut, okay. Dann nehmen wir erstmal unsere. Prozentige Chance. Das Problem ist, wenn sie uns da erwischen, ist das ziemlich schlecht. Also ich will nicht erwischt werden hier. Ah, das Fleisch wäre nicht schlecht, wenn wir das hätten eigentlich. Also wir sind noch nicht gut genug für den Stats her, als dass ich mich da jetzt irgendwie erwischen lassen will. Vor allem, wenn hier eben mehrere Wachen nach oben gehen. Später sind wir da so gut, dann können wir da auf der Seite stehen und könnten sie beklauen. Oh, jetzt hätten sie uns fast gesehen. Also ziemlich gefährlich hier etwas zu klauen. Deswegen werden wir das auch lassen. Wir werden nur hier ein bisschen rumschleichen. Unsere Schleichfähigkeit erhöhen. Weil ich sollte sich an sich sollten wir nah genug sein, dass sich das Ganze erhöht. Während wir warten, dass wir auch ein bisschen heilen. Ziegen. Ja, selbst die glaube ich nicht, dass wir besiegen werden. Ziege hat einen Angriff von 9 und seine ganze Herde. Also nicht mal die Ziegen würden wir besiegen. Das ist natürlich ein bitterer Beginn. Aber siehe da, die Ziegen. Ah, siehe da, die Ziegen haben. Lass ich mal weg. Die Ziegen haben hier den Hund gekillt. Jetzt können wir uns etwas weiter weg entfernen und könnten uns ein Lagerfeuer machen und das Fleisch schon mal braten. Schleichen wir mal da runter. Schaut ziemlich cool aus, finde ich so. Also Bart hängt unten raus. Das sieht mir lächerlich aus. So, wir schleichen uns hier zum Feuer. Schleichen 8 haben wir jetzt schon.
So, dann brauche ich gleich mal ein bisschen Nahrung. 3 Stück, das ist ein guter Anfang. Und ja, da können wir schon ein bisschen was verkaufen jetzt wieder in der Stadt. Versuchen, das Geld zu machen. Ist halt die Frage, ob ich gleich für die ersten 10.000 dieser Diebesgilde beitreten will. Ist halt fragwürdig. Andererseits, die haben da drinnen auch, soweit ich weiß, Trainingspuppen. Das heißt, wir können von vornherein mal unseren Angriff erhöhen. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Ich werde mal auf jeden Fall, will ich gerne Richtung Norden und zwar hierher. Ich weiß, dass es hier eine Stadt gibt. World's End, also das Ende der Welt heißt die Stadt, wo wir einen Diebesrucksack bekommen. Das heißt, vielleicht schlagen wir uns einmal so rauf und dort gibt es sicherlich auch nochmal die Diebesgilde, in der wir beitreten können. Gehe ich mal stark davon aus. Rudelbulle. So. Verkaufen wir mal das, was wir hier haben. In dieser kleinen unscheinbaren. Wir müssen uns auch umtaufen übrigens. Ich weiß nicht, wie wir das nennen. Wie nennen wir das? Konoha. Noah Ninja. So, was können wir alles verkaufen? Ja, die ganzen Sachen können wir eigentlich verkaufen hier. Auch wenn es gestohlen ist, stört ihn das nicht. Ist die Frage, ob wir mit der Stabwaffe weitermachen oder zum Beispiel auf sowas wie ein Katana gehen. Katana hätte halt einen Bonus in Gebäuden. Also wenn wir zum Beispiel haben wir -6 in Gebäuden. Wenn wir in Gebäuden kämpfen, könnten wir zum Beispiel als Zweitwaffe, wenn wir einen Katana reingeben, geht automatisch auf die Zweitwaffe. Aber an sich brauchen wir nichts davon. Bisschen Essen haben wir ja jetzt. Dementsprechend hier können wir auch nichts klauen. Was wir versuchen, entweder gehen wir in Richtung Norden direkt, mit 1470, gar nicht schlecht, oder wir versuchen zuerst da unten in der Stadt ein bisschen was zu klauen. Insgesamt will ich aber nach oben, das heißt, wir werden uns vielleicht direkt Richtung Norden auf den Weg machen. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also, wir haben einen guten Start eigentlich hingelegt, wir sind inzwischen auch wieder fast voll. Wir werden uns vielleicht noch ein bisschen ausruhen, damit unser Bauch wieder ganz heilen kann. Aber insgesamt war das gar nicht so schlecht. Unsere Stats, ja, Stärke ist ein bisschen angestiegen. Zähigkeit, Geschick, Wahrnehmung, Schleichen und Athletik auch schon ein bisschen. Das ist ein guter Anfang auf jeden Fall mal. Und da werden wir weiter drauf aufbauen. Das war auf jeden Fall einmal Kenji, die erste Folge. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.